Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Powerwrot TV. Mein Name ist Powerwrot und ich habe ein neues Champion-Konzept für euch. Laquatus, der Unsterbliche, ein Fernkämpfer, ein Magier. Und ihr seht es ja schon auf dem Bild. Laquatus, diese menschliche Hülle, hat drei Sphären, die um ihn rumkreisen. Erinnert eigentlich an Syndra. Und tatsächlich gibt es eine Verbindung mit Syndra. Einmal in der Geschichte. Und dann natürlich eine Verbindung der Sphären mit den Fähigkeiten. Erstmal komme ich natürlich zur Geschichte, dann wisst ihr, wieso diese Verbindung mit Syndra da ist und wieso er diese drei Sphären um sich rum hat. Und dann komme ich natürlich sofort zu den Fähigkeiten. Es heißt, dass einst ein gewöhnlicher Mensch auf eine dunkle Königin mit dem Namen Syndra traf und sich seitdem für immer verändert hat. Erstaunlicherweise war es nicht der Mensch, der sich vor der dunklen Energie von Syndra fürchtete, sondern es war die Königin selbst, die eine Art Unbehagen, eine Art komisches Gefühl wie Furcht in sich spürte, wenn dieser Mensch in der Nähe war. Und so entschied sie, dass sie dieses Wesen töten musste. Denn Syndra wollte von niemandem wissen, dass er lebt, von dem Gefahr für sie ausgeht. Und so nahm sie ihre mächtigen Sphären, ihre energiegeladenen Sphären und feuerte sie auf Laquatus. Und zu ihrem Erstaunen konnten diese Sphären ihn nicht töten. Er schien diese Sphären mit einer eigenen dunklen Seele aufzusaugen, beziehungsweise die Seele füllte diese Sphären mit ihrer Seelenenergie und seitdem kreisen diese Sphären um dieses Lebewesen herum und die Hülle scheint einfach nur noch menschlich auszusehen, um vielleicht an dieses damalige menschliche Wesen zu erinnern. Aber viel Mensch ist in Laquatus nicht geblieben. Und es ist nicht nur schwierig, Laquatus zu töten. Und wenn man schon seine Hülle tötet, dann verfolgt er einen über diesen Tod hinaus und nehmt euch in Acht, denn wenn Laquatus in eurer Nähe ist, dann werdet ihr ihn nicht zuerst sehen, sondern ihr werdet schon dieses Unbehagen spüren, dass irgendwas hier in der Gegend nicht stimmt. Also Leute, das so ein bisschen zur Story, also eher ein düsteres Lebewesen und wir kommen direkt zu den Fähigkeiten. Die Passive macht ihn direkt zum Unsterblichen. Wenn Laquatus diese menschliche Hülle tödlichen Schaden nimmt, dann hört er nicht auf zu existieren, sondern lebt in den drei unangreifbaren Sphären weiter. Das heißt, die sind untargetable und diese Sphären lassen sich gebündelt bewegen, also zu dritt fliegen die durch die Map. Ihr könnt sie ganz normal bewegen mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 375 und die Basisfähigkeiten Q, W und E können den Angriff Schockwelle ausführen. 5 Sekunden bevor Laquatus Hülle wieder zum Leben erweckt wird, lassen sich die Sphären nicht mehr kontrollieren und fliegen zurück zu ihrem Körper. Das heißt, solange er tot ist, solange der Death-Timer on ist, könnt ihr diese Viecher bewegen oder beziehungsweise diese Sphären und könnt die Attacke Schockwelle aktivieren und 5 Sekunden, also wenn 5, 4, 3, 2, 1 und ihr seid dann wieder respawned, dann fliegen die Sphären einfach wieder zurück, um wieder um diesen Körper rumzufliegen. Die Schockwelle selbst habe ich hier im nächsten Teil beschrieben. Die Schockwelle, beziehungsweise die Sphären entladen ihre Energie in Form einer Schockwelle, die an allen nahen Gegnern 5 pro Level plus 25% AP magischen Schaden verursacht, 200% Schaden an Monstern und Vasallen und die Schockwelle kann höchstens 3-mal während einer Todesphase aktiviert sein. Das heißt, oder aktiviert werden. Das heißt, wenn ihr einen Death-Timer habt, maximal 3-mal, man muss also weise wählen, greife ich den gegnerischen Champion an oder farme ich lieber sicher, deshalb habe ich diese 200% Schaden an Monstern und Vasallen gewählt. Also man kann einfach fürs CS sorgen. Auf der anderen Seite, wenn es ganz knapp ist im Gefecht, kann man an den Gegner ranfliegen mit diesen Sphären, eine Schockwelle aktivieren und die Gegner vielleicht töten. Abklingzeit der Schockwellen 3 Sekunden, Mana-Kosten gibt es da keine, Reichweite 100, also die Reichweite von so einer Schockwelle ausgesehen von den Sphären. Dann haben wir jetzt die normalen Fähigkeiten und zwar die Q. Laquatus schießt eine Sphäre in eine bestimmte Richtung. Trifft sie einen Gegner, dann kreist sie bis zu 4 Sekunden lang um ihn herum, macht ihn sichtbar und verursacht jede Sekunde magischen Schaden. Der magische Schaden über diese 4 Sekunden ist 80, 120, 160, 200, 240 plus 100% AP. Die Abklingzeit 5 Sekunden und die Mana-Kosten sind okay. Die Reichweite 1200. Relativ weiter Poke, aber die Sphäre kreist ja schon um den ersten getroffenen Gegner. Das heißt, eigentlich gegnerische Champions können sich hinter Minions verstecken und dann gibt es schon Probleme, sie zu treffen. Andererseits, in so einer Teamfight-Situation, wenn beide Teams gegenüber um sich herum tanzen, dann kann man eigentlich schon relativ eklig poken. Und wenn man dann sogar einen gegnerischen ADC oder einen Carry trifft, der nicht so viele Leben hat, dann kann man da schon ordentlich Schaden dran machen. Dann haben wir die W und die hat eine passive Komponente. Laquatus erhält für jede 3% fehlenden Leben
eine 1%ige Chance, einem normalen Angriff auszuweichen. Maximal sind das 30%, also eigentlich 33%, aber ich hätte mir jetzt einfach gewünscht, wenn Riot sowas programmiert, dass das Cap bei 30% ist. Das heißt, wenn Laquatus sehr wenig Leben hat, hat er die Chance tatsächlich, jedem dritten Angriff, jedem dritten normalen Angriff, auszuweichen und nicht getroffen zu werden. Wir kennen das eigentlich schon von Shaco, der hat ja auch so eine Fähigkeit, dass er nicht einen vollständigen Blind hat. Hier haben wir halt dann maximalen 30%igen. Und dann haben wir noch eine aktive Fähigkeit. Laquatus Molekularstruktur wird für eine Sekunde so durchlässig, dass Skillshots durch ihn hindurchfliegen und ihn als Ziel ignorieren. Fähigkeiten, die Flächenschaden verursachen oder Laquatus direkt anvisieren können, fügen Laquatus trotzdem Schaden zu. Was heißt das jetzt? Eine schwierige, eine Utility-Fähigkeit. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr gegen eine Syndra kämpft und Syndra kann euch direkt anvisieren mit ihrer Ulti, dann trifft sie hundertprozentig, dann müsst ihr die wenig aktivieren. Wenn ihr aber einer Jinx gegenübersteht und Jinx feuert ihre Ulti, ihre Super Mega Ultra Death Rocket, dann könnt ihr die deaktivieren und diese Ulti würde einfach durch euch durchfliegen. Aber Vorsicht, wenn nämlich hinter euch direkt ein Champion steht, dann explodiert ja die Rocket, macht AOE und der trifft euch dann auch als Laquatus. Also man muss diese Fähigkeit gekonnt einsetzen und weise einsetzen, aber in den richtigen Momenten kann sie mega, mega stark sein. Dann die E von Laquatus. Laquatus lässt einen bestimmten Gegner für 1, 1,5, 2, 2,5, 3 Sekunden verstummen und verursacht an ihm magischen Schaden. Ziemlich viel magischen Schaden. Die Abklingzeit ist nicht ganz so gering wie bei der Q. Mana-Kosten werden mit 80 im Late Game auch nicht so übertrieben hoch. Reichweite 1000. Was ist an dieser Fähigkeit eklig? Hohe Reichweite, Abklingzeit moderat, ein Silence und gleichzeitig die trifft perfekt. Diese Fähigkeit trifft 100%ig, es ist kein Skillshot. Also ihr habt zwei Fähigkeiten, die Q und die E, mit der ihr relativ viel Range habt, mit der ihr relativ eklig poken könnt und gleichzeitig aber auch noch die Gegner silenced, wodurch sie Fähigkeiten nicht einsetzen können. Also eigentlich eine starke Fähigkeit, wo ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Laquatus durch diese Fähigkeiten, durch die E und die Q, vielleicht sogar in der Top-Lane, echt gut spielbar wäre. Ihr könnt das natürlich entscheiden, besprecht das in die Kommentaren. Und zu guter Letzt haben wir die ultimative Fähigkeit. Laquatus Sphären drehen sich 6 Sekunden lang immer schneller um ihn rum. Und dabei entfernen sie sich aber auch von ihm. Also das geht so los und die entfernen sich immer weiter. Und berührt ein Gegner in dieser Zeit eine Sphäre, dann erleidet er 60, 120, 180 plus 60% AP magischen Schaden und wird für 1,5 Sekunden um 40, 50, 60% verlangsamt. Die Sphären verschwinden nicht, wenn sie einmal Schaden verursachen. Eine Fähigkeit, die schwer zu balancen ist, weil man dabei so im PBE müsste man testen, wie oft kann so eine Sphäre den Gegner während einer Damage-Phase treffen. 6 Sekunden lang kreisen diese Sphären gegen einen Nahkämpfer mega eklig. Denn ihr geht an den Nahkämpfer ran, ihr damaget ihn die ganze Zeit. Babam, babam, babam. Und gleichzeitig slowt ihr ihn noch. Wenn ihr ihn dann auch noch silenced mit der E, ist das mega eklig. Ich würde mir auch vorstellen, dass diese Fähigkeit gut mit einem Stundenglas funktioniert. Also die Ulti an, Stundenglas an und diese Sphären kreisen trotzdem um euch rum. Man müsste das eigentlich mal testen, ob das vielleicht zu viel Schaden ist. Denn wenn alle drei Sphären dann einmal treffen, habt ihr schon viel Schaden. Wenn sie zweimal treffen, ist der Schaden gigantisch. Aber es dürfte auch nicht so einfach sein, weil diese Reichweite ja immer weiter wird. Und von daher, wenn die Gegner nah an euch dran sind, dann kann es sein, dass die Sphäre schon über den Gegner hinaus ist. Abklingzeit 100, 90, 80 Sekunden. Mana-Kosten Standard 100. Und die Reichweite dieser Sphären, weil die auseinandergehen, 400 bis 900. Das heißt, am Anfang seid ihr in einer mittleren Range und dann seid ihr aber später mit 900 in einer wirklich tollen Entfernung. Also ihr könntet sogar Gegner anpoken, die erst versuchen, auf euch drauf zu kommen. Das ist Laquatus, Leute. Bild gefällt mir, Champion gefällt mir. Ich sage das zwar oft, aber ich hätte wieder Bock eigentlich, diesen Champion zu spielen. Naja, wen wundert's? Ich designe ja auch die Champions nach meinen Ideen. Ich hoffe, euch gefällt's. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Schickt's vielleicht irgendwie an Riot ins Forum, übersetzt das in Englische. Wie ihr Bock habt, macht's einfach. Wir sind Community, wir sind geile Family. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.